Nachhaltigkeit ist immer auch mit Naturverbundenheit gegeben und das Entscheidende dabei ist, dass man natürlich die Situation so fortzufinden wünscht, wie sie in der Zukunft auch geprägt sein soll. Das heißt naturbelassen mit Angeboten für unsere Gäste und darüber hinaus natürlich auch die Sicherheit, das alles in naher Anbindung mit den Verkehrswegen vorzufinden. Ja, beim Thema Nachhaltigkeit ist insbesondere der Bereich der Mobilität etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben in der letzten Timona-Gästebefragung gesehen, dass immer mehr Gäste ohne eigenen Pkw anreisen. Darauf wollen wir das Angebot natürlich auch in den nächsten Jahren ausrichten. Das heißt, ein Angebot schnüren, sowohl für die Gäste als auch für die Einheimischen. Aber auch beim Thema der Investitionen steht das Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz, ganz oben. Ich glaube, das kannst du nicht als Landesthema generell beantworten, sondern die Frage ist, wie gehen Betriebe damit um, wie gehen Destinationen damit um und die Summe dessen ist eigentlich das Bild, das Kärnten nach außen hin trägt. Entscheidend ist es, hier nicht nur aus Sicht des Gastes sich eine Lebenswelt zu schaffen, sondern eine Lebenswelt, wo man sich auch selbst wohlfühlt, wo es auch einen hohen Grad an Abstimmung mit der einheimischen Bevölkerung und anderen Interessen gibt. Und da haben wir in den letzten Jahren sehr viel weitergebracht, dass die Zustimmung und die Zufriedenheit in der Tourismusbranche sehr stark gewachsen ist. Die Tourismuszahlen im Kärnten sind wieder einmal sehr gut gelaufen mit einem Ansteigen des Anreiseplusses von 3,6% und ca. 0,2% Gästezuwachs. Das heißt in Summe in den letzten Jahren kontinuierlich eine Steigerung an Auslastung. Wir haben es jetzt geschafft und da gilt meine Gratulation auch den heimischen Unternehmerinnen und Unternehmern in erster Linie, das fünfte Jahr in Folge im Sommer auch zuzulegen. Da sind für mich aber nicht nur die Zahlen der Übernachtungen und der Ankünfte relevant, sondern was für uns relevant sein muss, sind die Themen Wertschöpfung, ist auch das Thema Investitionen und natürlich das Thema Arbeitsplätze und Fachkräfte. Darauf werden wir auch bei der neuen Bundesregierung sehr stark hinweisen. Kärnten hat sich in Frage der Nachhaltigkeit ein außerordentlich positives Image erarbeitet, aber vor allem in der Produktentwicklung im Bereich als Naturaktivpark außerhalb von Kärnten und natürlich im eigenen Land sichtbar zu werden, ist vieles gelungen. Ich gebe nur die Beispiele mit dem Bereich Mountainbike, Radfahren, Wandern, im Bereich Slowfood, kulinarischen Angeboten hier wieder. Und wir haben hier vor allem in den Shooter-Saisonen sehr viel weiterentwickelt, damit Kärnten auch in diesen Zeiten als Reiseland, Entdeckerland hier wieder auf dem Tablett ist und entsprechend auch, wie die Mitbewerber es viele Jahre gezeigt haben, tolle Produktentwicklung machen. Durchwachsen, weil es viele Betriebe gibt, die bereits umgestellt haben und sich auf die neue Situation eingestellt haben, dass es aber typische Wirtshäuser, das Beißel ums Eck, geben wird, die Probleme haben in der Umstellung, weil dadurch auch ein Gästeeinbruch stattfinden kann, weil die Gäste in andere Bereiche ausweichen, zum einen und zum anderen die Lärmverursachung vor den Lokalen als Problem dem Wirt angehaftet wird. Und da ist es uns umgekehrt, dass wir Lösungen finden, dass hier gesetzlich klargestellt ist, Lärm vor dem Lokal ist nicht dem Wirtshaus zuzuordnen. Wir haben derzeit insbesondere den Bereich der Investitionen in die Nebensaisonen ganz, ganz stark im Fokus. Wie wir wissen, nächstes Jahr finden erstmals Herbstferien auch in Kärnten statt. Wir wollen da gemeinsam mit der Kärntenwerbung auch ein Paket schnüren, das den heimischen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung steht, damit sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen haben, ihren Betrieb länger offen zu halten.